Okay, ja, ihr habt den Titel wahrscheinlich gelesen. Entweder könnt ihr mit dem Begriff nichts anfangen, das ist eigentlich ganz schön für euch, oder ihr denkt euch, WTF, was da jetzt passiert, wo sind wir denn hier falsch abgebogen? Ja, ich habe auch nie gedacht, dass ich über dieses Thema mal ein Video mache, aber mir ist was passiert und ich dachte, ich nutze das jetzt mal als Gelegenheit, um ein bisschen Aufklärung zu betreiben, weil ich denke, ist schon irgendwo wichtig, nicht, dass jemand halt auf sowas reinfällt, weil, ja, mir ist eigentlich das passiert. Jemand hat mich angeschrieben für einen Auftrag, für einen Charakter, den ich zeichnen sollte, der halt so viele Symboliken in sich hat. Was genau das ist, erkläre ich gleich. Also bleibt ein bisschen dran. Ich muss das erstmal alles ein bisschen sortieren. Ich will erstmal erzählen, was mir passiert ist und dann erkläre ich, was dahinter ist. Ich sagte, ich hätte nie gedacht, dass ich das mache, aber wirklich, Leute, wenn ihr Aufträge macht, solltet ihr das vielleicht gucken und ich werde ein bisschen was zu der Symboliken erzählen, dass ihr auch wisst, was das für Symbole sind, worauf ihr achten müsst. Nicht, dass ihr da ins Fettnäpfchen tritt und halt unbewussterweise Sachen zeichnet, wo ihr nicht dahinter steht. Und ja, machen wir so ein bisschen Aufklärungsarbeit heute, auch wenn mir das halt krass unangenehm ist. Ich hatte es jetzt schon ein bisschen auf meinem Discord drum erzählt, ein bisschen auf Twitch haben wir drüber geredet und auch dadurch habe ich mir gedacht, okay, Twitch ist halt nicht so langlebig. Das ist halt, man guckt sich das einmal live an und dann ist es okay, das kriegt nicht jeder mit. So ein Video ist beständiger und da stolpert vielleicht der ein oder andere drüber. Und das ist halt wirklich mehr als Aufklärung gedacht für alle Artists da draußen. Passt ein bisschen auf, nicht, dass ihr halt aus Versehen euch in ein super Fettnäpfchen setzt und ja, Sachen supportet, die ihr eigentlich gar nicht supporten wollt. So, zum Ersten, was ist mir jetzt eigentlich passiert? Was ist die Vorgeschichte? Und danach wird erklärt, was da los ist. Und ich zeige euch ein paar Symboliken, worauf ihr achten müsst oder solltet, wenn ihr halt sowas vermeiden möchtet. So, also, alles fing ganz harmlos an. Ich habe wie immer mal eine Nachricht gekriegt für einen Auftrag. Ich habe diesmal einen über Instagram bekommen, von einem Furry. Und auch hier Disclaimer. Klar, Zufuli ist eine Sache, die kommt meist aus dem Furry-Bereich, aber nicht jeder Furry ist ein Zufall. Aber viele Zufalls sind Furry. Ja, das hat halt mit dem Thema zu tun. Wer halt das weiß, worum es geht, kann die Korrelation erkennen. Sagt aber wichtig, wichtig, wichtig. Nur weil jemand Furry ist, unterstützt der das nicht. Und für euch, liebe Furry-Artists, für euch ist es besonders wichtig, dass ihr vielleicht die Symboliken kennt, dass ihr euch halt nicht ins Fettnäpfchen setzt und halt als Supporter dargestellt werdet und ihr einfach keinen Plan habt, was jetzt eigentlich geht. Das halt als Disclaimer. Furries sind eigentlich ganz lieb. Es gibt halt echt eine kleine Minderheit, die halt extrem scheiße ist und die halt großartig auffällt. Aber die meisten sind halt echt voll nice und cool und sweet. So, okay. Wie dem auch sei, zurück. Ich habe einen Auftrag gekriegt, ich sollte einen Furry-Charakter zeichnen. Ich habe jetzt halt ewig keine Furries mehr gemalt. Ich hatte früher, vor 2018, sehr viele Furries und Monster etc. gemalt, aber momentan halt weniger. Die Leute, die mich auf Twitter, Insta oder sonst wo folgen oder halt auf Twitch, wissen, dass ich momentan doch deutlich mehr Anime zeichne wie Furry. Vielleicht ändert sich das mal wieder. Mal gucken, keine Ahnung. Werden wir schauen, je nachdem, wie ich Lust habe. Demnächst wird es einige Pokémon geben. Spoiler dazu für Vogt. Wir werden einen kleinen Pokémon-Shop aufmachen. Ich hau das auch mal in die Beschreibung, mach so ein klein bisschen Werbung für mich mittendrin. So, wie dem auch sei, ich habe nicht viele Furries gemacht letzter Zeit, dachte mir, okay, ich unterhalte mich mit der Person, was genau gewünscht wird. Und dachte mir, weil ich ja halt, wie gesagt, nicht so viele zeichne, ich schicke die Person weiter an jemanden, der das halt deutlich öfters macht und halt besser kann wie ich. Ja, habe mich aber ein bisschen mit der unterhalten und habe den Gedanken direkt verworfen, weil, erstens wollte sie das nicht, was ich halt ein bisschen komisch fand, weil wenn du eine Furry-Zeichnung haben möchtest, nimmst du doch lieber jemanden, der sich da ein bisschen auskennt. Aber sie hat wahrscheinlich eher darauf gewettet, dass jemand, der halt nicht so viele Furry-Arts zeichnet, die Symboliken einfach nicht kennt und ja, hat da einfach auf die falsche Karte gesetzt, weil ich musste mich leider mit dem Thema doch schon stärker beschäftigen, weil vor ein paar Jahren wir in unserer Freundesgruppe oder der damaligen Freundesgruppe einen großen Fall hatten, was halt so Zoophilie angeht oder Leute, die dachten, sie wären zu viel, weil sie von jemandem belabert wurden. Im deutschen Raum ist das nicht so ein Umlauf gewesen. Vielleicht ist der ein oder andere, der ein bisschen international unterwegs war in der Furry-Community, dem einen oder anderen wird das vielleicht was sagen. Das war ein Riesending. Neben den Zoo-Sadism League war halt Hypno des Sappho.
Wir hatten ein paar Leutchen, die wurden halt von ihr bequatscht und dachten dann eine Weile, sie wären halt auch wirklich Zufall, was halt dann am Ende rauskam, lol, sie waren es halt nicht. Sie wurden halt belabert von wegen, ja, wenn du halt als Jugendlicher oder als Kind auf anthropomorphe Charakter einen Crush hattest, dann bist du einer und musst das jetzt ausleben und sonstige Geschichten, Spoiler. Kinder sind komisch, Kinder haben auch auf Andro-Charakter Quatsch. Auch Jugendliche können auf Andro-Charakter Quatsch haben. Es ist halt alles ein bisschen komplizierter. Da gibt es Psychologen für die, da ein bisschen mehr Ahnung haben wie ich. Ich musste mich halt viel, viel reinlesen, habe mich mit viel, viel, vielen Leuten unterhalten. Und ja, Ende vom Lied war, keiner von den besagten Leuten, die haben auch tatsächlich dann auch Psychologenhilfe gerufen, kam raus, ja, dir wird Scheiße erzählt, du hast vielleicht hier und da ein anderes Problemchen, aber das fällt jetzt nicht darunter. Und so habe ich halt viele Sachen einfach erfahren, nachlesen müssen, die ich eigentlich gedacht hatte, nie lesen zu müssen. Und so weiß ich halt auch ein bisschen über die Symbolik und so weiter Bescheid, weil ich mich halt wirklich durch diesen Vorfall oder diese Vorfälle halt doch deutlich stärker mit diesem Thema beschäftigt habe, auch mit anderen, mit einer Gruppe mich zusammengesetzt habe und da mal geguckt haben, was da so geht, was man auch dagegen machen können, etc. Das meiste ist leider ins Leere gelaufen, weil das gar nicht so einfach ist, gesetzlich da irgendwas zu reißen, je nachdem, in welchem Land man ist. Aber die meisten Länder sind da so ein bisschen seltsam, was das angeht. Ich komme mich auch gleich noch dazu. Wie dem auch sei, ihr habt den Gedanken verworfen, Auftrag nicht gemacht, die Person gemeldet, die Person blockiert, gelöscht, was im Nachhinein jetzt doch ein bisschen doof ist, weil ich halt die Chatnachrichten nicht habe, die ich euch zeigen könnte. Ja, der Account an sich existiert nicht mehr. Ich will jetzt den Namen auch nicht nennen. Es gibt Accounts mit einem ähnlichen Namen, die, soweit es aussieht, mit der Sache gar nichts zu tun haben. Und ich will jetzt hier keinen Hexenjagd starten oder sonst was. Ich habe nicht so viele Abonnenten, aber wer weiß. Wer das sieht und ich will nicht, dass halt Unbeteiligte einfach eins auf den Deckel kriegen, weil jemand, der Scheiße baut, so ähnlich heißt. So. Das zu dem, was passiert ist. Ich habe eine komische Anfrage gekriegt und ja, das hätte halt echt sehr stark nach hinten losgehen können, wenn man halt Sachen unterstützt oder unwissend unterstützt, die halt Scheiße sind. So, und jetzt zu denen, die zum Glück unwissend sind, was jetzt Zoophilie oder sonst was ist, weil das ist jetzt nicht unbedingt was Schlechtes, dass man das nicht weiß, weil das eine Sache ist, die man als autonomer Mensch nicht zu wissen braucht. Aber ja, es gibt halt bescheuerte Menschen, die sind unterwegs und gerade euch, die halt Aufträge annehmen, vielleicht wäre es sinnvoll, einfach zu wissen, was steckt dahinter und wie sind diese Symbolik, worauf muss man achten, was man nicht zeichnet. Ja, es ist halt immer so ein zweischneidiges Schwert. Das ist schön, dass nicht viele Menschen das Bescheid wissen. Es ist kacke, dass halt Leute, die wissen, was es ist, das ausnutzen, dass nicht viele Leute Bescheid wissen. Okay, ich habe viel zu viel während Scheiße geredet. Okay. So, generell, es geht um Zoophilie. Und das ist eigentlich im Groben gesagt, es ist deutlich, deutlich, deutlich komplizierter wie alles das, was psychologisch zu tun ist. Ich bin auch kein Psychologe. Ich erkläre das jetzt nur ganz grob und basic. Also, unter Zoophilie versteht man halt die sexuelle Anziehung zu Tieren. Es gibt da, man kann quasi grob unterteilen, die Zoophilie ist erstmal nur die Anziehung zu einem Tier. Und dann gibt es halt die Sodomie, wo das dann halt ausgeführt wird. Und meistens sind tatsächlich, ich habe das jetzt im deutschen Raum jetzt so noch nicht gesehen, die meisten Begriffe, die ich kenne, sind die englischen, weil das ist halt das, wo ich halt reingeschubst worden bin. Und da gibt es halt noch den Begriff der Bestiality, das ja einfach der englische Begriff quasi dazu ist. Die meisten der, ja, so viel nennt sich selbst einfach Zoo. Und ja, es gibt hier den deutschen Begriff der Zoosexualität, den habe ich halt noch nie gehört. Das meiste, was mir halt begegnet, ist Zoophilie oder Bestiality. Es gibt das alles natürlich, weil die Welt so ist, wie sie ist, alles noch ein Stückchen krasser. Ich hatte es vielleicht noch kurz erwähnt, ich hatte die Zoosadism Leaks angesprochen. Das sind dann halt die Dudes, die dann halt wirklich die sadistische Version von dem Sinn, ich will nicht drauf weiter eingehen, also bitte, das gibt's alles. Das ist jetzt wirklich nur die grobe Erklärung. Ich will jetzt nicht wirklich in die Tiefe darauf eingehen, weil das ist mir krass unangenehm.
Aber ich wollte die Begriffe erklären. Was ich auch noch krass finde, sind ist die gesetzliche Lage. Ich kenne jetzt halt die gesetzliche Lage generell, ist sehr, sehr schwammig. Auch hier in Deutschland ist sie sehr, sehr schwammig. Ich hatte, wie gesagt, ich musste mich dafür mal zusammensetzen. Und es ist halt echt hart wird, was hierzulande abgeht. Ab 2013 wurde es generell erstmal verboten. Also in unserem Fall die Sodomie wurde 2013 verboten, wurde aber direkt 2015 wieder gelockert und ist jetzt mehr so ein Ding für den Tierschutz und sehr, sehr schwammig ausgelegt. Es wird wirklich halt sehr, sehr schwammig und ist hart wird, dass man sagt, ja, nee, irgendwie fühlen wir nicht, können wir drüber diskutieren oder so. Die einzelnen Länder, wo ich tatsächlich weiß, dass das wirklich von des Gesetzes wegen verboten ist, sind tatsächlich England, Wales und Irland. Bei Irland war ich mir jetzt nicht sicher, bei England und Wales, da ist es komplett verboten. Hat man nämlich einen Fall, wo jemand herkam, der dann halt tatsächlich Stress mit Behörden gekriegt hat. In den meisten anderen Ländern ist es mir nicht bekannt, dass es wirklich strikt verboten ist. Das ist wirklich mehr so eine Sache, das fällt unter Tierschutzgesetz und wird halt sehr schwammig ausgelegt. Es gibt Fälle von Österreich, wo gesagt wird, okay, du darfst nicht mehr drüber schreiben, es ist verboten. Und dann gibt es Fälle von der Schweiz, wo dann diskutiert wird, ja, hat das dann halt negative Ausführungen für das Tier. Und ich finde das krass, dass es so schwammig ist. I mean, die meisten Gesetze für Tiere sind halt schon echt Kacke für das Tier, aber dass das halt keiner irgendwie für nötig hält, zu sagen, ja, vielleicht machen wir das halt mal nicht. Wie gesagt, mir ist jetzt nur England und Wales bekannt, wo es halt tatsächlich Gesetzestexte gibt, wo es sagt, Sodophilie oder nee, Sodomie und Zoophilie, nein, nein, darfst du nicht. Bei den anderen mehr so, ja, da kann man diskutieren, ist Tierschutz und dann kann man ja mal gucken. Finde ich krass, wird nur so nebenbei. Okay, nach meiner kurzen Erklärung und dem kleinen Rant über unsere beschissenen Gesetzestexte, kommen wir tatsächlich zur Symbolik. Ich habe hier von jemandem auf Twitter eine kleine Auflistung gefunden, die finde ich eigentlich ganz schön bebildert. Die nutze ich jetzt einfach mal. Also, das habe ich nicht selber gemacht, die habe ich mir jetzt einfach nur rausgesucht. Ist zum einen das Zeta-Zeichen, das ist das, was halt am meisten vorkommt. Das befindet sich meistens in den Usernamen. Ist halt einfach so eine Whistleblower, um zu zeigen, ich bin da auch mindestens Ally oder halt ausführend. Dann gibt es den Stern, meistens in Verbindung mit der Pride Flag. Da kommen wir gleich noch zu. Da habe ich ein paar Bildchen für euch. Und das, was bei Charakteren an für sich am meisten vorkommt, sind halt die Pfotenabdrücke und die Hufabdrücke. Meistens so auf Hüfthöhe. Einfach da, wo die besagten Gliedmaßen sind beim Akt. Ja, bleiben wir dazu. Das, was drunter steht, ist jetzt nicht so wichtig. Das ist mir jetzt so nicht bekannt. Also Emojis werden generell sehr viel benutzt und die Zeichen darunter sind mir jetzt in dem Fall nicht begegnet. Wobei ich halt auch nach Map nicht gesucht habe in dem Fall. Maps sind jetzt meine Attractive Person. Ist auch eine Paraphilie, aber jetzt nicht das, wo wir hier sind. Vielleicht machen wir da vielleicht mal ein Video zu. Ich weiß nicht. Eigentlich nicht so gern, aber Aufklärung wäre halt auch nicht schlecht. Mal gucken, schreibt mal in die Beschreibung, ob man dazu mal ein kleines Aufklärungsvideo machen soll, ob ich mich da mal informieren soll und euch ein bisschen weiter sagen soll, worauf man da achten soll. Ehrlich, würde ich ungern machen, aber es ist halt auch wie in dem Fall auch nicht verkehrt, wenn man halt verschiedene Sachen einfach weiß, um einfach nicht in die Falle zu tappen und sowas aus Versehen zu unterstützen. Haut mal in die Beschreibung, ich überlege es mir dann. So, kommen jetzt zu ein paar Pride Flags, die erstellt worden sind. Es gibt wahnsinnig viele Pride Flags tatsächlich. Oft wird halt auch einfach nur das Zeta-Zeichen auf eine existierende Pride Flag drüber gestellt, aber es gibt auch ein paar Leute, die sich halt selber ein paar erstellt haben. All diese habe ich selbst bei meinen Recherchen halt gefunden. Es gibt noch eine neuere, das ist diese blau-braun-grüne, die habe ich jetzt. In den neueren Fällen ist die mir öfters begegnet. Also es ist mehr die aktuelle. Diese verschiedenen bunten sind halt, glaube ich, einfach ein bisschen älter. Die habe ich früher, wie das halt wirklich mit Hypno des Sappho war, gesehen. Momentan, ja, bei meiner jetzigen Recherche ist diese grün, braun, blaue doch öfters aufgetaucht wie die anderen. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr. Pride Flags meistens in Verbindung mit einem Logo oder mit einem Bild, was drüber ist.
Wir haben einfach ein paar Beispiele. Es gibt halt Pro-Kontakt und Anti-Kontakt. Also wirklich welche sagen, ja, ich führe das aus. Und andere sagen, ja, nee, ich fantasiere drüber, aber ich fasse keine Tiere an. Ja, Namen stehen dabei. Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. So, das waren jetzt alle Symbole und Flaggen, die mir bei meiner Recherche begegnet sind. Zu einem alle, die mir begegnet sind vor ein paar Jahren, wie das mit Hypno des Sappho war. Zu einem die, die mir jetzt die letzten Tage begegnet sind, wie ich einmal nochmal nachgelesen habe, damit ich nichts verwechsel. Und ja, eine Sache will ich noch sprechen. Es gibt auch Antisus natürlich, aber auch bei den Antisus gibt es eine Gruppe oder eine Gruppierung, die ein bisschen doll kritisch ist und die will ich euch nicht verschweigen, nicht, dass ihr dann halt von dem einen ins nächste Tief kommt. Die Dudes sind nämlich sehr stark am Dritten Reich interessiert und die nutzen dieses wundervolle E auf rotem Grund. Auch hier passt ein bisschen auf. Ich habe jetzt außer Sachen, die ich euch nicht zeigen darf, weil ja, die verboten sind, weil ihr könnt euch denken, warum. Keine anderen Symboliken gefunden, also passt auch bei diesem eh ein bisschen auf, wenn das halt auf Richtung Antiverse geht. Die Dudes haben komplett andere Probleme. Ja, mit denen will man auch sich nicht unbedingt in Verbindung setzen. Also da dann halt auch ein bisschen aufgepasst, wenn ihr halt in die andere Richtung was sucht. Ich wollte es nur erwähnt haben, bitte passt einfach auf euch auf und fallt nicht auf sowas rein. Ja, das Video war krass unangenehm für mich. Aber ich hoffe, ich konnte euch ein paar Informationen mitteilen, dass ihr ein bisschen aufgeklärter seid. Wie gesagt, an für sich ist es nicht verkehrt, wenn ihr die Symboliken wenigstens kennt und sagt, nee, damit will ich nichts zu tun haben. Einfach, um auf der sicheren Seite zu sein, dass ihr halt nicht fälschlicherweise als Ally erkannt werdet oder halt identifiziert werdet oder reingeschubst werdet. Wie auch immer. Es gibt viele Panne-Leute, viele katastrophale Menschen. Menschen sind teilweise echt furchtbar. Bitte passt auf euch auf. Und ja, vielleicht müssen wir einfach nicht mehr drüber reden, aber wie gesagt, ich hatte jetzt einfach dadurch, dass ich einfach nochmal mit ein paar Kollegen gesprochen habe, die diese Symboliken nicht kennen, ein bisschen Angst, dass die dann halt einfach mit aus Versehen in so ein Ding reinraten und ja, das fände ich halt nicht geil. Ich sagte, das Internet ist gefährlich, Menschen sind furchtbar oder können furchtbar sein, passt auf euch auf und wenn ihr irgendwelche Symboliken nicht kennt, besser googelt die mal. Auch wenn ihr denkt, es ist einfach nur ein nices Tattoo. Einfach mal durch Google suchen. Ist vielleicht einfach sicherer. Nicht, dass ihr wirklich euch in die Scheiße reinreitet. Ich hätte auch vorher nie gedacht, dass ich jemals nochmal damit in Kontakt komme. Hätte ich mir auch nicht gewünscht. Ja, wie dem auch sei, ich wünsche euch noch einen entspannten Tag.